Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video zu den BarfShop-Vorstellungen. Heute ist mal dran Haustierkost. Haustierkost ist ein sehr, 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 sehr großer Shop mit sehr viel Auswahl. Ihr könnt unten mal in der Videobeschreibung gucken, da habe ich so eine Tabelle aufgeführt, wo die ganzen stückigen und ganzen Fleischteile aufgelistet sind mit Kilopreis. Für die Leute, die Interesse haben. Was ich auch sehr schön finde an diesem Shop, dass ein direkter BARF-Rechner mit integriert ist. So kann man halt direkt ausrechnen, was man braucht. Zum Beispiel machen wir jetzt mal 2% bei 20 Kilo Hund und 100% Fleischanteil, also kein Obst und Gemüse. Mein Tiefkühler hat noch, machen wir mal 50% Platz. Und so rechnet er mir dann direkt aus, was mein Hund braucht: an Muskel, Pansen, Innereien, Knochen und so weiter und so fort, an Öle und Zusätze. Und halt Obst und Gemüse sind halt komplett weg. Dann ist halt dadurch, dass halt mein Tiefkühler noch 50 Kilogramm Platz hat, kann ich halt direkt so und so das alles einkaufen. Ist eigentlich auch nicht schlecht, auch wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier, mein Hund möchte gerne 80% Fleisch und den Rest halt Gemüse und Obst, wird halt dasselbe ausgerechnet, halt nur mit Obst- und Gemüseanteil noch dabei. Ich finde es halt wirklich nicht schlecht, das ist halt sehr, sehr gut für die Leute, die das halt oder sowas halt brauchen, die BARF-Rechner. Dann kann man auch mal direkt rumschauen, also es sind sehr, sehr viele Kategorien zwischen BARF, Fertig-BARF, also das gewolfte Zeug ist es meistens, soweit ich das weiß. Warte, gucken wir mal genau, das gewolfte, wovon ich jetzt nicht wirklich viel halte. Also ich mag halt lieber das Stückige. Oh, bis hin halt dann zu Bio und dann halt einzelne Artikelkategorien, Fleischschappen, Fleisch in Stücken, Knochen, Knorpel, Obst und Gemüse für Welpenallergiker, Senioren, Trockenfleisch für unterwegs, Fleisch in Dosen und so weiter. Zwischen Flocken, Vorteilspakete, Kauartikeln, Vitamine, Öle, Mineralien, also Zusatzstoffe, Dosen und Trockenfutter. Gut, das ist jetzt hier für uns nicht so relevant. Bio-BARF, also Biofutter quasi und Zubehör ist ja alles mit dabei, also alles, was das Herz begehrt. Dann halt bei Katzen ebenfalls viele Kategorien, wobei ich sagen muss, oftmals sind es halt dasselbe, also dieselben Artikel. Weil ich meine, Katze und Hund nimmt sich da nicht so viel Unterschied, nur dass höchstens bei Katze das halt ein bisschen kleiner ist und halt nicht so groß wie bei den Hunden. Dann bei Frettchen ebenfalls von den Kategorien her ziemlich dasselbe, also was zumindest im Angebot ist. Dann gibt es halt die Kategorie neu, das sind halt die ganzen neuen Produkte aufgelistet, wobei ich hier festgestellt habe, dass oft immer Sachen direkt wieder vergriffen waren. Gut, jetzt hier im Moment nicht, weil es gab oftmals, wenn so frisches Fleisch quasi, zum Beispiel irgendwas hier wild oder so neu eingetroffen ist oder so, das ist halt direkt wieder weg, weil es ja halt sehr, sehr begehrt ist. Dann halt die Kategorie Prozente, was ich auch nicht schlecht finde, weil gerade die Leute, die halt, ich sag mal so Schnäppchenjäger sind, finden hier auf jeden Fall immer mal was und auch Sachen, die halt wirklich interessant sind, wie zum Beispiel Hähnchenkarkasse habe ich selber schon zu Hause gehabt, Kaninchenkeule hatte ich auch zu Hause schon gehabt. Wie gesagt, ich habe schon öfters hier bestellt und bin eigentlich sehr zufrieden, kann man nicht meckern. So, ja, dann gibt es halt hier zur Auswahl Rechnung, Lastschrift, Sofortüberweisung, PayPal. Was ich halt auch nicht schlecht finde, ist die Rechnung, weil ich bezahle halt lieber erst, nachdem ich das eher zu Hause habe, weil oftmals ist es halt so gewesen, es ist nicht unbedingt jetzt bei so Heimtierfutter, aber oftmals, wenn ich irgendwas bestelle, ist manchmal nicht das drin, was drauf ist. Und dann gibt es halt immer hin und her Diskussionen und so weiter und so fort. Von daher ist es bei mir lieber so, dass ich auf Rechnung bezahle. Ich weiß nicht, ist halt bei mir schon irgendwie drin. Dann hier unten sind noch die einzelnen Produktkategorien nochmal aufgeführt, die halt oben auch waren. Vorteil ist auch hier, dass man die Kartons zurückschicken kann. Natürlich auch sauber. Bekommt dann allerdings 5 Euro, 5% Rabatt für den Online-Shop. Man kann außerdem auch von anderen Shops die Kartons zurückschicken, kriegt dann allerdings keinen Rabatt. So, dann haben wir hier die Servicekategorie, wo halt die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die ganzen anderen allgemeinen Informationen drin stehen. Was ich allerdings ja noch sehr vermisse, was ich auch bis heute noch nicht gefunden habe, ist die Bezugsquelle des Fleisches. Also ich habe halt bis jetzt wirklich noch nie irgendwo was gefunden, von wegen, wo sie das Fleisch herbeziehen. Und wie ihr auch seht, ist hier unten auch nicht wirklich was. Bei allgemeinen Geschäftsbedingungen steht halt nur das Allgemeine da. Versand, Abholung brauchen wir nicht. Zahlungsarten hat damit nichts zu tun. Datenschutz, Bestellvorgang habe ich auch schon mal geguckt. Da ist aber auch nicht unbedingt, also steht auch nicht unbedingt was drin. Also das ist halt so das, was mich halt, ja, was mir ein bisschen fehlt an dem Shop, dass die halt nichts aufzeichnen, wo sie was herbekommen. Gerade auch, es kann natürlich sein, jetzt muss ich mal eben gucken, bei Bio, ob das vielleicht bei Bio direkt drin steht, wo sie das herbeziehen.
Oh, bla bla bla, Broschüre, Thema Barfen, Wertung, Schlagworte, Barfrechner, Bestandteile. Nee, also selbst bei dem Biofleisch sehe ich jetzt ja auch nicht unbedingt irgendwoher den ja, Hersteller bzw. das, wo die das herbeziehen. Was ich halt sehr schade finde, aber ich denke mal, ja, für die Leute, die es jetzt nicht so interessiert, ist es jetzt auch nicht so schlimm, das nicht zu wissen. So, ich habe ein kleines Testpaket bestellt, wie auch schon bei dem anderen Video. In diesem Testpaket werde ich das jetzt auch mal mit euch zusammen auspacken, um zu schauen, wie die Qualität da ist und vor allem, wie das Ganze eingepackt ist. Und danach werde ich mit euch nochmal zusammen, ja, aufgetaute Produkte anschauen. Und am Schluss werde ich euch auch nochmal ein Fazit meinerseits zu diesem Shop geben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir zum ersten die Hühnerhälse im Ganzen. Nettomasse ca. 800 Gramm. Seht ihr hier? Ist auf jeden Fall, wie ihr hört, noch gut eingepackt. Sieht auf jeden Fall schon mal auch im gefrorenen Zustand optisch sehr, sehr gut aus. Ich werde dann übrigens jedes Produkt dann auch nochmal im aufgetauten Zustand anschauen, so dass ihr das auch seht, wie das dann im angetauten oder beziehungsweise im getauten Zustand aussieht. Denn oftmals ist es so, im gefrorenen Zustand sieht es ganz anders aus, wie dann im Schluss aufgetaut. So, das tue ich jetzt erstmal zur Seite. Dann haben wir 2 Kilogramm Rinderherzklumpen. Seht ihr auch schon nochmal hier. Ich hoffe, es stellt scharf. Ist auf jeden Fall auch noch top gefroren. Und was ich hier vor allem gar nicht mal so schlecht finde, es ist kein Herz im Ganzen. Das heißt, ich habe wirklich weniger Arbeit. Die Klumpen sind relativ handlich. Also entweder man gibt es halt so hin. Also zum Beispiel pro Tag halt ein so ein Klumpen. Ich schätze mal, so ein Klumpen wiegt an die 100, 200 Gramm circa. Also für größere Hunde könnte man halt auch da als Tagesbedarf der Muskelfleischmasse nehmen. Ansonsten lässt sich das halt wirklich super leicht schneiden, einfach weil einmal hier für die Quere, einmal hier zack, zack und da hat man dann auch schon seine Würfel. Mir friert auch gerade schon die Hand ab, also das Paket ist auf jeden Fall noch gut gefroren. So, dann haben wir Hähnchenmägen, 500 Gramm. Ich hoffe halt so einige Mal, wo gucke ich denn hin? Ja, ich hoffe halt einigermaßen, dass er das fest. Dass er das scharf stellt. Die Hähnchenmägen sehen auch optisch sehr gut aus. Im gefrorenen Zustand auf jeden Fall auch noch klasse gefroren. So, dann geht es auch schon weiter. Und zwar haben wir noch Entenherzen. Entenherzen auch 500 Gramm. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Hier sieht man auch wirklich, dass es ganze Herzen sind und nicht irgendwelche Abschnitte. So, Kaninchen gewolft. 500 Gramm, da habe ich mich wahrscheinlich vergriffen, weil ich wollte eigentlich Fleisch nehmen. Aber das ist kein Problem. Das hatte ich auch vorhin schon mal, deswegen hatte ich extra nochmal nachgeguckt gehabt. Aber nee, das hatte ich nicht. Ich hatte das wirklich vergriffen gehabt. Das war nicht der Fehler der Firma, sondern ich habe mich wirklich selber vergriffen gehabt. Von daher nicht wundern. Auf jeden Fall teste ich das halt trotzdem auch und werde es auch auftauen, weil in diesen Videos oder in der Reihe im Moment geht es ja darum, wie die Ware aussieht in stückigen bzw. ganzen Teilen. So, und dann haben wir ein nochmal Hähnchenherzen. Nettomasse 500 Gramm, auch im Ganzen. Sind halt doch ein Stückchen kleiner wie die Entenherzen, aber das denke ich mal gar kein Problem. So, wie gesagt, alles, was ich bestellt habe, ist angekommen. Nur leider habe ich mich halt mit den Kaninchen ein bisschen vergriffen, aber ich meine, es kann passieren. Mein Hund wird es trotzdem fressen, von daher, so, dann packen wir das alles mal wieder ein. Im Übrigen finde ich die Styroporkisten gar nicht mal so schlecht, denn ich persönlich nutze sie dann immer, um quasi weiteres einzukaufen, irgendwo von privat, denn ich bekomme ja von privat auch ab und zu mal Sachen. Oder für unterwegs, wenn wir unterwegs sind, wir müssen Fleisch mitnehmen und so weiter. Also es ist gar nicht mal so schlecht, auch zum Einkaufen. Sind die Kisten gut geeignet, pardon. So, dann packen wir das alles wieder ein. Erstmal. So, ich werde dann das Ganze erstmal auftauen und werde euch dann auch nochmal im aufgetauten Zustand ja, die Qualität der Ware zeigen, so dass ihr auch dann seht, was ihr dann letztendlich zu Hause ankommt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann nachher wieder. Bis gleich. So, nun habe ich auch die Produkte schon aufgetaut von Haustierkost. Hier sieht es so aus, dass ich erstmal nur das Stückige aufgetaut habe, weil es in dem Video ja darum geht,
wegen stückigem Fleisch. Und ich, ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich das Kaninchen ein bisschen vertauscht habe. Ist aber hoffentlich kein Problem. Es kommt ja sowieso nochmal ein separates Video, wo nur Gewolftes drinne vorkommt. So, auf jeden Fall hatten wir hier Hühnerhälse, Hähnchenmägen, Entenherzen, Hühnerherzen, also Hähnchenherzen und Rinderherz. Und ich möchte euch jetzt mal, oder ich möchte jetzt kurz mit euch mal hier durchgehen, wie die Qualität so ist, wie das aussieht und so weiter. Fangen wir am besten mal an mit dem Hühnerhals. Die Hühnerhälse, wie gesagt, haben schön hier auch das Blut verloren, Blut und Wasser vom Frieren. Hühnerhälse wirklich sehr viel Fett dran, was ich eigentlich nicht das Problem finde. Hier sieht man es nochmal hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Aber das sehe ich jetzt nicht so als Problem an, weil ich meine, so ein bisschen Fett muss überall dran sein. Auch hier komplett ganze Hühnerhälse, nicht irgendwelche Fetzen. Sehen zwar ein bisschen ramponiert aus, aber ich denke mal, das sollte nicht das Problem sein. Dann haben wir hier die Hähnchenherzen. Die Hähnchenherzen sind schön große Stücke. Auch hier eigentlich sieht man das schön. Einmal durchgeschnitten quasi, die Innereien rausgeholt. Wartet kurz. Das ist quasi wirklich nur aufgeschnitten, die Innereien rausgeholt und fertig. Also an sich, oh, das ist jetzt hier noch ein ganzer Klumpen. An sich, wie man sieht, eigentlich überall wirklich nur rein ein Hühnerherz. Einfach nur aufgeschnitten, Innereien rausgeholt, fertig. Also das ist schon top. Und vor allem schön groß. Wie gesagt, ich mag ja Stückchen am liebsten gerne größer, weil mein Hund, der kaut gerne. Und von daher finde ich sowas optimal. So, auf jeden Fall, wie man schon sieht, nicht ganz aufgetaut. Das ist halt der Nachteil daran, wenn man halt einen Klumpen bekommt. Ja, das dauert halt auf jeden Fall länger mit Auftauen. Finde ich auch an sich jetzt nicht so praktisch, einfach weil man muss halt wirklich alles auftauen, um eventuell portionieren zu können, wo verschiedene Sachen in einer Portion drin sind für den Hund. Aber ich denke mal, ich habe es auch immer gemacht. An sich nicht das Problem, nur es ist halt doof, wenn man halt die ganze Küche da liegen hat mit Zeug zum Auftauen. So, dann haben wir hier die Entenherzen. Die Entenherzen sehen gut aus, also schön groß, auch ganze Teile mit Fett und alles drum und dran. Auch hier leider noch nicht ganz aufgetaut, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ihr seht ja trotzdem, wie es im Endeffekt aussieht. Vor allem ist es immer wieder schön zu sehen, wenn man halt so den ganzen Klumpen mit Eimer hat. Da denkt man sich so, na, mal gucken, weil man es halt nicht ganz so sieht. Aber jetzt sieht man ja ungefähr, wie das alles aussieht, was da drin war. Dann haben wir noch die kleinen Hähnchenherzen. Zum Vergleich kann man das auch nochmal schön sehen. So ein Entenherz und so ein Hähnchenherz ist halt doch schon ein Unterschied. Also das Entenherz ist schon viel größer als das Hähnchenherz. Auch hier alles drum und dran, kaum irgendwie kaputt. Das sind wirklich schöne ganze Hähnchenherzen und nicht irgendwelches zusammengemoschtes Zeug. So, dann habe ich von meinem 2 Kilo Klumpenstücken, habe ich jetzt einfach mal ein Stück rausgesucht. Auch hier schön Blut unten drin. Das ist auch super, gerade für den Hund. Kann man dann einfach drüber geben. Und hier auch, wie ihr schon seht, das war wirklich mal ein komplettes Herz, quasi meine Tüte. Kann man wirklich am Schluss schön einfach mal zack durch, zack, zack, ein, zweimal durchschneiden. Dann hat sich die Sache auch, je nachdem halt, wie groß man die Stückchen hat. So, nun möchte ich auch euch mal das Fazit von mir für diesen Shop geben. Und zwar kann ich diesen Shop, ja, guten Gewissens 5 Sterne geben, einfach weil super viel Auswahl, super Qualität, schnelle Lieferzeit, Versand kostenfrei. An sich eigentlich kann man wirklich nicht meckern und diesen Shop kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr dann alle möglichen Informationen zu diesem Shop plus meine Tabelle, wo ich viele, viele Shops aufgelistet habe, wo die Auswahl der stückigen und ganzen Fleischteile zu sehen ist, plus den Kilopreis. Findet ihr, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Gebt mir auf jeden Fall ein Feedback und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Shop.